würdest du sagen, was ist das Nachhaltige? Weil du hast jetzt mehrmals erwähnt, Sustainability und nachhaltig, auch bei euren Eventkonzepten und natürlich beim Catering. Was sind denn so die nachhaltigen Aspekte, die ihr anbringt? Also bei den nachhaltigen Aspekten ist es so, es gibt eigentlich zwei Dimensionen von Nachhaltigkeit. Mhm. Das eine ist, sage ich jetzt mal, das ist so Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Also wie reduzieren wir unseren Carbon Footprint? Mhm. Ja? Das ist das eine. Das ist einem Konzern zwar wichtig, hat aber überhaupt keinen Einfluss aufs Event. Ja. Also weil der Eventgast, der Eventteilnehmer, der eingeladen ist, dem ist es ein Boogie. Mhm. Ja? Der kriegt nicht mit, ob wir draußen viel Plastikfolie oder wenig verwenden. Ja. Ja? Und deswegen sozusagen, das ist sozusagen die für mich, ja, also sozusagen da, wo wir wirklich unseren Fokus, also das eine ist, sage ich mal, das ist ein Muss, das ist irgendwie sozusagen so Checkbox brauchen wir auch, das sind ISO-Zertifizierungen und solche Sachen. Und das andere ist eigentlich sozusagen, wie kommunizieren wir nachhaltige Themen so, ja, dass unser Kunde, also es geht ja da nicht um uns, also unser Kunde möchte dann auf seiner Veranstaltung, wir nehmen jetzt mal einen Automobilhersteller, ja, der ein Elektroauto vorstellt. Ja, der möchte ja auf seiner Veranstaltung nicht sagen, wow, wir haben einen tollen nachhaltigen Caterer gefunden. Sondern die wollen ja sagen, wir uns, ja, ist Nachhaltigkeit wichtig und wir gehen mit dem Thema verantwortungsvoll um. Ja. Das heißt, unser Konzept, ja, muss ja sozusagen seine Message unterstreichen. Ja. Und das ist eigentlich das, wo wir unsere ganze Kreativität und die Innovation reinlegen. Mhm. Dass wir eben sagen, wie bringen wir Konzepte auf die Straße, die das kommunizieren. Das heißt, nachhaltig heißt dann auch, dass das ganze Essen und die Zutaten und so weiter, wie das macht, das ist dann auf nachhaltige Weise auch gemacht. Genau, aber da ist es auch schon wieder so, merkt man es oder nicht. Also was mein Lieblingskonzept ist, ist zum Beispiel, wir haben ein Catering-Konzept entwickelt, wo wir komplett auf den Teller verzichten, ja? Und wir servieren alles in der natürlichen Schale. Wow. Also du hast einen Kohlrabi zum Beispiel und der Kohlrabi ist ausgehöhlt und in dem Kohlrabi wird serviert und auf dem Event stehen so Kompost, Haufen, also so und der Eventgast schmeißt dann selber seinen Kohlrabi da drauf. Ja. Und so ist es so, dass jedem wird automatisch bewusst, wow, heute ist was anders, ohne dass wir mit dem Zeigefinger sagen müssen, und jetzt haben wir unseren CO2-Fußabdruck bei der Veranstaltung um ein Drittel reduziert, weil zum Schluss ist es so, das Essen muss schmecken. Ja, genau. Essen muss gut schmecken, ja, muss ansprechend aussehen und muss irgendwie im Kopf bleiben. Zukunft, wie siehst du in den nächsten 5 bis 10 Jahren, Thema Nachhaltigkeit, Thema Events, wie siehst du die Trends entwickeln? Also ich glaube, einer der größten Trends, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, ist dieser Megatrend New Work. Ja? Weil wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, es ist eben so, flexible Arbeitszeit, aber vor allem auch Arbeitsortmodelle finden einfach überall Einzug. Ja? Und ich glaube, das ist ein Trend, der wird von Arbeitgeber- und von Arbeitnehmerseite gleichermaßen gepusht. Ja? Und deswegen glaube ich, sozusagen wird sozusagen dieses Thema, wie sieht eigentlich das Event in 5 Jahren? Ja? Also ich glaube, dass Live-Events nochmal eine neue Rolle, also sozusagen auch nochmal einen neuen Stellenwert kriegen. Mhm. Ja? Weil ich glaube einfach, dass man sich sonst übers Jahr seltener sieht. Also wird sozusagen das Event, wo man sich dann sieht, wichtiger. Ja? Also ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass Live-Events, dass es da immer mehr um die sozialen Interaktionen und weniger um dieses Wissensvermittlung geht. Weil ich glaube zum Beispiel, also sozusagen Informationsvermittlung, das funktioniert ja im digitalen Raum super. Ja? Das funktioniert ja teilweise sogar noch besser, wenn jeder bei sich im Homeoffice ist. Ja, und wirklich sozusagen sich darauf konzentrieren kann und nicht rechts, links abgelenkt wird. Ja, so, also ich glaube, diese Waage aus sozusagen digital, Hybrid, Live-Events, das ist eigentlich sozusagen, also dieses, das ist das, wo es in den nächsten 5 Jahren hingeht. Ja. Und das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, das ist etwas, was
jetzt ja schon überall Einzug hat, ja, und ich glaube, dass, also da müssen wir alle sozusagen noch wirklich mehr Fortschritte machen, ja, ja? Und das hat natürlich auch wieder was damit zu tun. Wie viele Events macht man? Von wo lädt man die Leute ein? Ja, sozusagen, wie ist das Event organisiert? Ja, und so. Also ich glaube, diese zwei Themen, ich glaube, New Work und Sustainability, das ist das, was, ja, so, was uns am meisten beschäftigen wird. Vor allem Thema Sustainability und natürlich, natürlich Essen und natürlich vegetarisch, vegan, sind ja Riesenthemen. Ja. Also diese Box, die werden wahrscheinlich heute gar nicht mehr schließen können, wenn wir die jetzt öffnen. Aber wie ist denn dein Intake? Weil es ist ja Fleisch oder die Rindfleischproduktion und Massentierhaltungen, die sind ja eine der größten auch Methanproduzenten oder größten Treibhausproduzenten ja auch. Wie siehst du denn so Essenstrends? Weil Berlin ist ja auch so, die vegane Szene ist ja ganz vorne dabei, ja fast in Europa auch. Habt ihr auch vegane Trends, die ihr seht? Habt ihr auch so Essenskonzepte, die sowas auch supporten? Also absolut. Also der Anteil an vegetarischen und also vegetarisch-veganen Essen ist in den letzten Jahren also total gestiegen. Ja. Wir haben, also als ich angefangen habe mit Catering 2012, da hatten wir so eine Kalkulation 80-20. Ja. Und mittlerweile sind wir da schon bei 50-50. Ja. Also Optionen vegan und genau, Fleischgerichte. Ja. Wow. Ja. Das ist ja. Was mir halt auffällt und was ich so, also wir haben einige komplett vegetarische und auch einige komplett vegane Foodkonzepte, ist, dass wir bei einem veganen, vegetarischen Foodkonzept eigentlich die Chance haben, den Eventgast noch mehr zu überraschen. Mhm. Ja? Weil wenn man das richtig gut macht, ja, wir aber, also es ist eben so, wenn man so ganz plakativ gesprochen, wenn ich dir ein Kobe-Steak serviere, dann sind deine Erwartungen schon so high, dass ich eigentlich nur noch erfüllen kann. Ja. Aber sozusagen overdelivern ist eigentlich fast nicht möglich. Ja? Während sozusagen bei veganen, vegetarischen Gerichten es immer noch so ist, ja, dass die Erwartungshaltung sozusagen oft jetzt noch nicht so weit oben ist. Und das ist eigentlich eine große Chance für uns, ja, sozusagen diese Aha-Momente sozusagen beim Essen zu kreieren. Ja. Aber das seid ja ganz klar ja auch ein Teilhaber von so einer Sustainability-Bewegung ja auch mit solchen Trends. Also wenn man halt Leute so educaten kann, ist ja schon ein riesen Mission oder ein riesen Achievement, das man auch machen kann. Ja. So, ja. Bist du selber vegan auch? Nein. Okay. Ich bin Flexitarier. Ja? Ja, genau, ich bin Flexitarier. Es ist so, ich esse unter der Woche wenig Fleisch. Das hat was damit zu tun. Wir haben bei uns schon vor 4 Jahren gesagt, dass sozusagen im Betrieb, die Mitarbeiterverpflegung ist komplett vegetarisch. Ja. Weil wir einfach gesagt haben, wenn wir da jeden Tag für zwischen 60 und 100 Leuten kochen, da haben wir einfach wirklich Impact. Ja? Mhm. So. Das heißt sozusagen, meine Grundernährung ist vegetarisch, aber wenn ich essen gehe dann und es mir gefällt ein Fleischgericht, dann bestelle ich das auch. Ja, aber es ist ja mega auch fortschrittlich, auch, dass ihr 60 Leute dann auch vegetarisches Essen gibt. Das, also in Deutschland, glaube ich, kann man sich das jetzt so fast gar nicht vorstellen, dass man sagt im Betrieb, okay, dann nimmt jetzt mal. Also der Unterschied ist auch, also Berlin ist, ich will jetzt nicht sagen eine Bubble, aber es ist schon so, dass wir hier in Berlin echt ein anderes Klientel haben als sozusagen in Deutschland in der Fläche. Ja? Also es ist so, wenn wir zum Beispiel einen Kunden aus Baden-Württemberg haben, da müssen wir schon noch anders ranführen. Ja? Allerdings versuchen wir das natürlich aus den wir versuchen das, wenn die Leute nach Berlin kommen, dann ist ja auch, also sie kommen ja nach Berlin nicht nur, weil es nur hier einen abgerissenen Bahnhof gibt, in dem man ein Event machen kann, sondern weil Berlin is the hero. Also sozusagen, sie kommen ja auch nach Berlin und sozusagen lassen sich deswegen ja dann auch darauf ein, wollen hier ein Stück Berlin mit und also zweifelsfrei vegan, vegetarisch sozusagen, das gehört zu Berlin. So wie Döner. Ja, total. Es gibt ja in Berlin, ihr hat ja auch die größte hat die meisten Veganer, so sagt man ja auch. Ja. Ja, ganz Deutschland, ja. Was ist denn so dein persönliches, wenn du dir selber jetzt ein Catering machen würdest, was wären so auf der Menükarte für dich persönlich jetzt?
Ich persönlich in Kälte. Du hast ja ein Menü bestellt aus Mehrspeisen. Du hast ja, naja, absolut, absolut. Ich überlege jetzt gerade erstmal, was für eine Veranstaltungsart ich machen würde. Genau. Ja. Also was ich auf jeden Fall machen würde, ist, wir haben so einen Döner, Berlin steht ja so für Döner. Und wir haben wirklich, voll viele Kunden kommen nach Berlin und sagen, es muss einen Döner geben. Das ist genauso wie, es muss eine Currywurst geben, aber es muss einen Döner geben. Wir haben einen geilen Döner entwickelt, wir haben einen veganen Döner entwickelt. Ja? Und da kriegen wir so geiles Feedback für. Ja? Ich glaube, den würde ich auf meiner Veranstaltung auch so zum Mitternachtssnack hinbringen. Ja? Sonst ist es so, ich würde bei meiner Veranstaltung, ich würde auf jeden Fall den Salat Rakete machen. Ja, den esse ich wirklich nach neun Jahren. Was ist das? Das ist dieser Koriander-Mintsalat ja. mit der Kokosvinaigrette, genau. den wir seit 9 Jahren auf den Veranstaltungen kochen. Mhm. Ja. Dann haben wir sozusagen, wir haben so ein Beef-Aquarium, das würde ich machen, weil ich sozusagen, ich esse schon gerne gutes Steak. Ja. Ja. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und dann ist es so mein, also every children's dream und meiner auch, es gibt so ein Eis-Teppanyaki. Aha. Das ist im Prinzip, also ich liebe Eis. Mhm. Und da kannst du dir jetzt praktisch sozusagen dein Eis selber zusammenstellen. Ja. Kinderschokolade, Oreo-Kekse. Ah. Himbeeren, was weiß ich. Was ist Banyaki? Ist das was ja, Teppanyaki. Es gibt doch diese japanischen Grillplatten. Ja, genau. Und es gibt diese Grillplatten auch mit Kälte. Ah, okay. Und da macht man praktisch eine Eismasse da drauf. Und dann macht man Kinderschokolade mit dazu, Oreo-Kekse, getrocknete Früchte und dann wird das mit so Spateln so gemischt. Ja. Ja? Und dann kann man so Rollen davon wegmachen. Das ist richtig geil. Ja, mega. Das würde ich machen. Ja. Ja. Die drei Sachen würde ich servieren, glaube ich. Es gibt in Charlottenburg einen veganen Döner. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Also meine Freundin ist vegan, deswegen kann ich mich ein bisschen mit vegan auskennen. Okay, sehr gut. Mein Menü hätte fast so ausgesehen, wie du es beschrieben hast. Genauso noch mit dem Beef dabei. So. Ja. Ja. Was ist denn in dem veganen Döner drinnen? Ich weiß, der ist mit Seitan gemacht, den ich Charlottenburg mal hatte. Ja. Der war mega gut. Der war richtig krass. Was ist da für ein Fleischersatz drin? Also bei uns ist es Sellerie. Sellerie, okay. Genau, und also bei uns ist es so, wir nehmen diese ganzen Knollensellerie ja, und die werden in so einen Pilzfond eingelegt. Krass. Und dadurch kriegen die sozusagen so einen herzhaften, sozusagen vollmundigen Geschmack. Wow. Ja. Dann werden die gegart und dann werden die auf einen Dönerspieß gesteckt. Wow. Dann hat man im Prinzip so einen Dönerspieß ja, und dann wird der richtig sozusagen runtergeschnitten, ja, wow. So wie ein Döner. Krass. Genau. Kriegt man den irgendwie so auch, außer jetzt beim großen Catering-Event, jetzt so als Normalperson jetzt in Berlin. Kriegt man das sowas? Also man kriegt es noch nicht, aber man kriegt es bald von uns. Was heißt das? Wir wollen unbedingt den Döner allen zugänglich machen. Genau, und deswegen sind wir auch auf der Suche nach einem Laden dafür. Mega. Ja. Krass. Sehr geil. Sag Bescheid, wenn ihr das habt. Mache ich auf jeden Fall. Das klingt ja mega kreativ. Also die ganze Journey, was du gemacht hast, von Reisen bis zu als das Winter-Christmas-Event, dann zu Corporate-Events und Online-Events. Wie inspirierst du dich denn persönlich für neue Konzepte, aber auch für neue Speisen? Hast du so irgendein Framework oder irgendein Tipp, wie du dich selber inspirierst? Schaust du Kochshows selber? Gehst du selber viel essen? Also sobald ein Restaurant aufmacht, versuche ich hinzugehen. Ja. Also das ist schon so. Dann ist also ich versuche einfach überall Gastronomie einzuatmen, zu leben. Ja. Genau. Aber ich lasse mich auch im Internet inspirieren. Ich lese auch meine Zeitung. Also so, ja. Also ich versuche einfach Gastronomiekonzepte einfach aufzusaugen. Was machst du? Was sind deine Top 3 Empfehlungen jetzt außer das Klärchen Ballhaus in Berlin von deinen Restaurants, die du empfehlen würdest, jeden, der jetzt reinkommt von ganz Deutschland? Okay, 3? Also wenn ich 3 machen soll, dann würde ich sagen Grill Royal. Ja? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das ist einfach, das ist das konstant beste Restaurant. Was würdest du da empfehlen oder was würdest du da nehmen als Essen? Also da würde ich in der Vorspeise essen Burrata und mich entscheiden. Burrata und Hamachi würde ich in der Vorspeise essen. Ja. Dann würde ich was machen, dann würde ich einen Zwischengang einschieben, dann würde ich eine Seezunge essen. Mhm. Ja?
die haben sozusagen so eine Seezunge, ja, da, aber nicht eine ganze pro Person, sondern sozusagen eine halbe pro Person. Ja. Seezunge nur mit Spinat, ja, und Sauce Bernaise. Ja. Ja. Und dann würde ich im Hauptgang würde ich ein Steak nehmen. Da ist es sozusagen so für die, die soll ich jeder ein Steak von der Steakkarte aussuchen. Ja. Und dazu würde ich essen grüne Bohnen. Ja. Ja. Und zum Dessert würde ich Schokoladeneis essen. So, also erstes Restaurant Grill Royal. Zweites Restaurant. Ganz kurz, Steak, Medium Rare oder Rare, wie hieß das? Ich esse Medium Well. Medium Well, okay. Ich esse Medium Well. Okay. Also für mich ist es so, ich esse auch mal Medium, aber ich bin nicht der Rare-Fleischtyp. Okay. Ja? Ja. Ja. Dann zweites war? Zweites Restaurant würde ich sagen, würde ich 893 gehen. Mhm. Ja? 893 Rio Thai auf der, auf der Kantstraße. Aha. Ja. Das ist einfach ein richtig, richtig geiles Konzept. Also das erinnert mich sozusagen auch schon wirklich so ein bisschen an das, was ich in Hongkong mal gesehen habe, das, was es in London gibt. Ja. Ja, das ist sozusagen, würde ich sagen, das, also, das ist ja so ein bisschen Japanese Fusion. Ja. Okay. Das ist sozusagen, also 893. Und dann würde ich, ich will noch zwei sagen. Ja. Ja, ich würde... Dann würde ich sagen, dann gibt es auch auf der Kantstraße Min Trang. Mhm. Da gibt es die beste Pho-Suppe. Ja. Ja, das ist wirklich Kantstraße. Die kommen aus Vietnam auch, die kennst du die Besitzer? Genau. Ja. Ja. Also Kantstraße, Ecke Kaiser-Friedrich-Straße. Ja. Da gibt es die beste Pho-Bo-Spezial. Ja. Muss man dort bestellen. Ja. Pho-Bo-Spezial. Haben die bezahlt für Werbung auch? Bitte? Haben die dich auch bezahlt für Werbung? Nein. Ich glaub, weißt du, woher die kommen aus Vietnam? Nein, keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ja. Aber da bin ich seit 10 Jahren Stammgast. Ja? Ja. So, genau. Und dann würde ich frühstücken gehen im Setz in der Stilderstraße. Das ist witzig. Setz heißt das? Ja, genau. Okay. Ja. Setz Kaffeehaus. Ja. Würde ich in der Stilderstraße noch frühstücken gehen. Die haben das geilste Frühstück. Geil. Ja. Das ist ist jetzt witzig, sind jetzt im Prinzip drei Restaurants, habe ich genannt, die irgendwie im Umkreis von einem Kilometer sind. Ja, alle gegen Charlottenburg dann. Ja, ja, genau. Charlottenburg ist einfach saugut zu essen. Mega. Ja. Gibt aber sonst in Berlin, ich könnte jetzt noch weitermachen. Aber wenn ich jetzt so sagen würde, wenn jetzt jemand nach Berlin kommt, würde ich ihm auf jeden Fall empfehlen, eins dieser Restaurants zu gehen. Ja, genau. Also wenn du jetzt nicht, wenn es sich nicht ums Essen dreht bei dir, wo holst du dir deine Energie raus? Als Geschäftsführer oder als Gründer ist es immer stressiger auch. Wie dankst du auf? Was hast du auch so für Strategien und Tipps auch, um selber auch balanciert zu bleiben, Energie zu haben? Gibt es irgendwelche Passions, die du hast? Also meine absolute Passion ist sozusagen schon Gastronomie, Lifestyle. Mhm. Ja, also das ist so, die meiste meiner freien Zeit verbringe ich irgendwie in diesem Kontext, dass ich würde sagen, wenn ich jetzt nur sage, essen gehen, ist das so ein bisschen langweilig. Mhm. Ja, aber es ist sozusagen, also das ist es. Und sozusagen, also ich verreise viel, ja, also sozusagen, ich bin auch viel außerhalb von Berlin, ja, und da dann eben auch, ich erkunde eine neue Stadt immer über die Restaurants, immer übers Essen. Ja? Ja. Also es ist so, wenn ich dann nach Kopenhagen komme oder so, dann ist es sozusagen so, dann bin ich wirklich danach, brauche ich erstmal 2-3 Tage Pause. Ja. Ja. So, also hast du noch den Traum, das bestes Restaurant der Welt hast du gerade in deiner Vision? Genau. Steht das noch? Ja, ich hab einen Traum. Und zwar, mein Traum ist schon sozusagen, ist verschiedene Restaurants, also individuelle Food-Konzepte. Eigentlich das, wo wir aus dem Catering herkommen, also wir kommen ja aus dem Catering, wir machen immer individuelle Food-Konzepte, das sozusagen im Prinzip auch die Schaufenster auf den Straßen zu haben. Ja. Ja? Also ich träume schon davon, mehrere Restaurants zu betreiben, mit aber unterschiedlichen Konzepten. Ja. Genau.